du bist mächtig, bist hoch erhöht. Herr, du bist mächtig und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit erstrahlt in Ewigkeit, denn du warst der Herr. Du bist König auf deinem Thron. Herr, du bist Schöpfer und schenkst uns deinen Sohn. Herr, deine Schönheit ist unermesslich groß. Deine Liebe lässt mich nicht mehr los. Du bist mächtig, bist hoch erhöht. Herr, du bist prächtig und was durch dich geschieht. Herr, deine Weisheit erstrahlt in Ewigkeit. Denn du warst der Herr vor aller Zeit. Herr, du bist zusammen. Ich freue mich unglaublich darüber, dass hier jeden Sonntag in der Gemeinde Jesus Christus verkündigt wird. Das Evangelium, die gute Nachricht vom gekreuzigten und auferstandenen. Das ist der Mittelpunkt unserer Lehre und unseres Lebens. Jesus musste sterben, weil wir Sünder sind, weil ich Sünder bin. Und am Kreuz hat er für meine Schuld bezahlt. Und weil ich daran glaube, habe ich ewiges Leben. Jetzt habe ich Frieden mit Gott. Und diese Nachricht vom Kreuz zieht sich durch alle meine Lebensbereiche. Es ist nicht nur so, dass ich jetzt ewiges Leben habe. Ja, das ist wunderbar. Nein, aber mein Glaube macht sich auch in meinem Leben jetzt schon bemerkbar. Jesus hat vorgelebt, wie wir Nächstenliebe ausleben sollen, wie wir Leid ertragen können, wie wir Freude inmitten von schwierigen Umständen haben können, wie wir beten sollen, wie wir füreinander da sein sollen, wie eine gesunde Familie auszusehen hat, wie ich mich auf der Arbeit verhalten soll. Jesus bringt Ordnung in alle Lebensbereiche. Seine Lehre bringt Frieden, Freude und Ordnung in unser Leben. Vorher war viel Unordnung in meinem Leben und dann hat Christus es geordnet. Und von Ungläubigen kommen dann schnell Einwände, ja, aber wenn ich Christ werde, ja, dann darf ich nicht mehr rauchen, dann darf ich nicht so viel trinken oder, oh nein, wenn ich Christ werde, dann muss ich mit meinem ungläubigen Freund Schluss machen, irgendwas. Entschuldigung, wenn du wüsstest, was Christus für dein Leben vorgesehen hat, welcher Segen auf dich wartet, wenn du mit Christus lebst, du würdest dich nie wieder nach deinem alten Leben zurücksehnen. Du wirst auf dein altes Leben blicken und beim Blick zurück überkommt dich Schauer. Aber dann
bei dem Blick auf Christus überkommt dich Dankbarkeit. Er hat dich gerettet, er hat alles neu gemacht, alles neu sortiert. Paulus selbst sagt über sein früheres Leben, bevor er Christ wurde, obwohl er Ansehen hatte, obwohl es ihm weltlich gesehen gut ging, obwohl er ein sehr kluger Mann war, er erachtet das alles für Dreck. Wirklich an jedem Tag, an dem ich lebe, kann ich das unterschreiben. Mein früheres Leben, das war Dreck. Auch wenn ich zwischenzeitlich dachte, ich hätte das perfekte Leben, aber die Wahrheit ist, es war Dreck. Und alle, die hier sitzen und mit Christus gehen, ihr könnt das alle bezeugen. Das frühere Leben ohne Christus, Dreck. Mit Christus, Ordnung. Zumindest ordnet sich dann wieder alles Stück für Stück neu. Vor Christus hatten wir keinen Frieden über die Ewigkeit. Jetzt mit Christus haben wir Frieden darüber. Ich wünsche mir, alle Menschen würden das verstehen. Alle Menschen würden Christus finden und verstehen, dass sie Sünder sind, Buße über ihre Sünden tun, Frieden mit Gott finden und sich und ihr Leben dann ganz nach Christus ausrichten. Und wünschst du dir, der du Christ bist, auch, dass andere Menschen Christus finden? Ich denke schon, klar. Natürlich wünschst du dir das auch. Unsere Familienmitglieder, die Verwandten, Freunde, Nachbarn, die Menschen, die wir lieben, natürlich alle wollen wir sie bei Christus wissen. Und jetzt möchte ich heute mit euch darüber reden. Was tun wir, damit andere Menschen von Christus erfahren? Redest du mit Ungläubigen über Christus? Oder ist das eher ein Themengebiet, wo du lieber ruhig bleibst, weil es ist zu unangenehm? Oder du hast vielleicht Angst davor, was du sagen sollst? Also ich weiß, wie das ist. Ich kann manchmal ein ganz schöner Feigling sein. Und ich bin wahrscheinlich nicht der Einzige hier. Ich habe so viele Möglichkeiten, wo ich Menschen von Christus hätte erzählen können, nicht genutzt. Ich habe auch oft über Christus geredet, aber auf der anderen Seite sehe ich auch die ganzen Gesichter, und es sind wahrscheinlich noch viel mehr, als ich erahnen kann, wo ich die Gelegenheit nicht genutzt habe. Ich wusste nicht, wie ich anfangen sollte, oder ich habe mich nicht getraut, obwohl die Steilvorlage da war. Und in letzter Zeit muss ich immer wieder an unseren Hartmut denken, ihr kennt ihn ja noch gut. Also wenn man mit dem unterwegs war, der hat gefühlt jeden, den er getroffen hat, zur Gemeinde eingeladen, irgendwie auf Christus angesprochen. Und ich bin mir sicher, einige säßen heute nicht hier, wenn Hartmut nicht so einen Mut gehabt hätte, sie zur Gemeinde einzuladen. In Römer 10, Vers 14 steht, wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Wie sollen sie an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Das ist eine rhetorische Frage. Also, sie würden heute nicht glauben, wenn sie nichts von Christus gehört haben. Sie würden weitergehen in ihrem dreckigen Leben Richtung Verderben. Also wir müssen darüber reden. Was tragen wir dazu bei, dass Menschen von Christus hören und errettet werden? Was trägst du dazu bei? Zu Hause an meinem Schreibtisch oder vor meinem Schreibtisch hängt ein Bild an der Wand eingerahmt und darauf steht einer meiner Lieblingsverse der Bibel in Daniel 12, 3, der zweite Teil des dritten Verses, da steht: Und die, welche viele zur Gerechtigkeit gewiesen haben, leuchten wie die Sterne immer und ewig. Die Hoffnung für alle übersetzt das viel freier. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Das ist doch schön, oder? Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Ich weiß, wahrscheinlich möchte jeder hier wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Es hört sich toll an. Ja, dann frag dich bitte, hast du vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt? Nicht wenigen. Hast du vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt? In Matthäus 9, 37 lesen wir, da spricht Jesus zu seinen Jüngern, die Ernte zwar ist groß, aber Arbeiter sind wenige. Die Ernte ist groß, Arbeiter aber gibt es nur wenige.
Und das Thema hatten wir schon. Es ist traurig, dass es wenige Arbeiter gibt. Es gibt eine riesige Baustelle, viele stehen rum, nur wenige packen an. Und dabei gäbe es wahnsinnig viel zu tun. Und die Ernte wäre unüberschaubar groß in unserem Fall. Wie viele Menschen kennen wir, die da draußen ziellos umherlaufen, auf der Suche sind nach einem Sinn im Leben? Sie wissen nicht, woher sie kommen, wohin sie gehen, wie sie ihrer Zeit, die sie hier auf der Erde verbringen, einen Sinn geben sollen. Sie suchen und suchen. Die 15- bis 20-Jährigen suchen ihren Sinn im Leben am Wochenende meistens auf Partys und in der Woche bei einem möglichst erfolgreichen Schulabschluss. Ich will nicht sagen, dass Abitur und Schulabschluss verkehrt ist. Ich bin ja selbst Lehrer, das sind gute Dinge, aber es ist nicht der Sinn des Lebens. Dann werden die Jugendlichen 20 und sie suchen ihren Sinn im Leben bei der größtmöglichen Karriereleiter, die sie hinaufklettern können. Ist auch nicht zwangsweise verkehrt, sich eine gute Arbeitsstelle zu suchen, aber das ist nicht der Sinn des Lebens. Mit 30 spätestens fängt man an, sich einen Partner zu suchen, der dann zwangsweise die Leere im Leben füllen soll. Ist auch nicht verkehrt, sich einen Partner zu suchen, das ist gut. Aber die Vorstellung, dass der Partner die Leere dann im eigenen Herzen füllen kann und die Realität krachen dann nach einiger Zeit so hart zusammen, dass diese Leute doch wieder auf die Suche nach etwas Neuem gehen, dass die Leere dann im Herzen füllen soll. Als nächstes müssen zwangsweise ihre eigenen Kinder die Leere in ihrem Herzen füllen. Das mag dann mehr oder weniger auch gelingen. Nach 20 Jahren ziehen die Kinder dann von zu Hause auf und dann ist die Leere wieder da. Und dann versuchen sie, diese Leere mit möglichst vielen Freizeitaktivitäten zu füllen. Ich weiß nicht, Backen, Tennisverein, Wandern, irgendwas. Das ist auch nichts Verkehrtes. Sportvereine sind auch nichts Verkehrtes. Aber es ist auch nicht der Sinn des Lebens. Das wird die Leere im Herzen auf Dauer nicht füllen können. Und so geht es dann eine Zeit lang weiter. Dann kann man sich noch einen Hund kaufen und dann kann man die restliche Energie, die man noch hat, in den Garten stecken. Alles schöne Sachen. Aber die sind nicht der Sinn des Lebens. Dann wird man vielleicht noch 80 oder 90 und auch dann suchen die Menschen nach Dingen, die ihre tiefe Leere im Herzen vielleicht füllen können. So langsam müsste es einen doch dämmern. Wie schnell sind die letzten 80 Jahre verflogen? So langsam sollte man sich Gedanken machen, was passiert, wenn ich sterbe? Schon lange her. Ich habe mal in einem Interview gehört, da sagte ein, der war 80 Jahre ungefähr, der ehemalige Chef einer großen Bank, er sagte, also ich genieße das Leben in vollen Zügen. An den Tod, nein, an den Tod verschwende ich keinen Gedanken. Ja, er genießt das Leben in vollen Zügen und an den Tod will er keinen Gedanken verschwenden. Das Interview müsste jetzt so knapp 25 Jahre her sein und mittlerweile ist er mit Sicherheit gestorben und er hatte all die Jahre seines Lebens versucht, die tiefe Leere in seinem Herzen zu füllen mit allem, was man sich von Geld kaufen kann, bis zum Ende. Und es diente alles lediglich dazu, um sich nicht der alles entscheidenden Wahrheit stellen zu müssen. Um sich nicht der Frage zu stellen, was passiert, wenn ich sterbe? Muss ich vielleicht doch Rechenschaft ablegen? Aber nein, der Banker wollte möglichst lange bis zum Ende den Gedanken an den Tod verdrängen. Er ist wahrscheinlich oder vielleicht dann ohne Christus gestorben. Das hat ewige Konsequenzen, wenn man sich nicht dieser Frage stellt. Und letztes Beispiel, ich habe mal eine Bekannte nach dem Sinn des Lebens gefragt, ist auch schon lange her, und ihre Antwort, die fasst leider gut zusammen, nach welchem Prinzip ungläubige Menschen leben. Sie sagte, oh, also Ingo, das Schönste im Leben ist es doch, der Sinn meines Lebens ist es, immer auf der Suche zu sein und nie anzukommen. Ist das nicht schön? Ingo, es gibt kein Ziel. Der Weg ist das Ziel. Ihr kennt diesen Spruch, der Weg ist das Ziel. Also immer auf der Suche zu sein und nie anzukommen, daran ist nichts Schönes. Immer auf der Suche zu sein, das ist traurig. Du läufst und läufst und läufst und kommst nie an. Das ist kein Traum, das ist ein Albtraum. Wo man versucht zu laufen, aber man kommt nie ans Ziel, man kommt nicht von der Stelle. Ja, das, der Weg ist das Ziel. Ja, ich kann das nicht mehr hören. Der Weg ist nicht das Ziel. Das Ziel ist das Ziel. In Philipper 3,14 sagt Paulus, ich schaue nur noch auf das Ziel vor mir. Mit aller Kraft laufe ich darauf zu, um den Siegespreis zu gewinnen, das Leben in Gottes Herrlichkeit. Denn dazu hat uns Gott durch Jesus Christus berufen. Der Weg ist das Ziel, ist ein Spruch, den die Menschheit nur erfunden hat, um dich irgendwie von der Wahrheit abzulenken, weil sie den Glauben an die Ewigkeit verloren haben.
und es ablehnen, eines Tages vor Gott Rechenschaft ablegen zu müssen. Und da keiner mehr daran glauben will, dass es eine Ewigkeit gibt, überlegt man sich halt neue, irreführende, inhaltslose Aussagen, um seine eigenen Irrwege irgendwie zu rechtfertigen. Und diese Leute mühen sich ab, ein Leben lang, suchen und suchen nach Sinn, aber finden keinen. Und sie finden auch keinen Frieden. Vielleicht scheinbar für kurze Zeit, aber schnell merken sie, sie müssen weitersuchen. Der Partner konnte die Leere auf Dauer nicht füllen, die Kinder auch nicht, das Geld nicht, die Reisen nicht, der Hund sowieso nicht. Und dann geht die Suche weiter. Und wir kennen viele Menschen, die da draußen genauso umherirren. Wir irrten ja alle einmal so umher. Jetzt sind es deine Nachbarn, deine Freunde, deine Mitschüler. Auch wenn sie nicht erkennen, dass sie sinnlos umherirren, auch wenn sie denken, sie hätten alles richtig gemacht, das ändert ja nichts an der Wahrheit, dass alles, wofür sie leben, vergänglich ist, denn in einigen Jahren wird das, wofür sie gelebt haben, vergehen, ihr Erfolg, ihr Geld, Urlaube, davon können sie ja nichts mit in die Ewigkeit nehmen. Sie gehen verloren. Für diejenigen, die nicht an Christus glauben, folgt dann die ewige Verdammnis. Ich habe mich früher nie getraut, das klar und deutlich auszusprechen. Ich erinnere mich an, ich habe versucht, immer drum herum zu reden. Ich habe mich nicht getraut, aber der See aus Feuer und Schwefel ist Realität. Es gibt diesen See und alle, die nicht daran glauben, dass Jesus Christus für ihre Sünden am Kreuz gestorben ist, werden dort ihren ewigen Endzustand erleben. Aber es gibt Errettung durch Jesus Christus. Wenn wir daran glauben, dass er für unsere Sünden gestorben ist, erwartet uns das ewige Leben bei Gott. So wie der See aus Feuer und Schwefel Realität ist, so ist auch das Himmelreich bei Gott, wo es keine Schmerzen mehr geben wird, nur noch ewige Glückseligkeit. Dieses Himmelreich ist Realität. Und Gott hat uns einen Auftrag gegeben. In Markus 16, 15 steht, ihr kennt den Vers, es sind einige der letzten Worte Jesu, bevor er dann in den Himmel aufgefahren ist: Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Ausrufezeichen. Also für dich, der du dich zu Christus bekannt hast, für dich gelten diese Worte. Und ich bin mir sicher, du sitzt jetzt hier und denkst, ja, ich möchte wie die Sterne für immer und ewig leuchten. Ja, ich möchte für Gottes Reich arbeiten. Ja, ich habe auch so viele Bekannte und Verwandte, die Christus noch nicht kennen, aber ja, wie stelle ich das an? Ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Ach Herr, wer bin ich schon, dass du mich senden willst? Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst? Was soll ich den Leuten sagen? Sie werden mir eh nicht glauben. Ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Ich konnte es noch nie. Ach Herr, kannst du nicht irgendwen anders senden? Der eine oder andere kennt diese Gedanken sicherlich, ich ja auch. Und der eine oder andere wird auch wissen, wessen Worte es waren, die ich hier eben vorgelesen habe. Es waren die Worte Moses, als er von Gott den Auftrag bekommen hat, nach Ägypten zu gehen und Israel zu befreien. Also voller Selbstzweifel, Angst und Nichtvertrauen in Gott reagierte er auf Gottes Auftrag damals an ihn. Und wir alle wissen aber dann, wie die Geschichte mit Mose dann trotzdem weitergegangen ist. Er hat das erst dann doch gegangen, hat das Volk Israel aus Ägypten befreit, ist ins verheißene Land gezogen, hat die 10 Gebote bekommen, viele Kriege gewonnen, das Meer geteilt. Also viel Gutes. Und über ihn lesen wir dann in 5. Mose 34, 10. Es stand aber in Israel kein Prophet mehr auf wie Mose, den der Herr kannte von Angesicht zu Angesicht. Also von einem, der nur widerspenstig dazu bereit war, Gottes Auftrag zu tun, der sich selbst nichts zugetraut hat, ja? So wie wir das auch oftmals nicht tun, uns etwas zutrauen. Er ist dann doch gegangen und hat doch den Auftrag Gottes getan. Und er wurde zu einem Mann Gottes, wirklich, der seinesgleichen sucht. Aber seine erste Reaktion war, ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Du kennst das vielleicht, diese Gedanken, oh, was soll ich sagen, ich kann nicht so gut argumentieren, mein Deutsch ist zu schlecht, ich traue mich nicht, ich stottere so ein bisschen. Ja, also hätte mir jemand vor 25 Jahren erzählt, ich müsste hier predigen, ich hätte sofort Nein geschrien. Ach Herr, kannst du nicht wen anders senden? Ich bin kein Mann, der gut reden kann. Schon lange her, ich habe das mal erzählt, ich habe früher gestottert wie ein Weltmeister.
Also die Worte kamen gar nicht raus, das kann man schon gar nicht mehr Stottern nennen. Die ersten 14 Jahre meines Lebens, ich konnte mich kaum mit jemandem unterhalten. Noch nicht mal meinen eigenen Namen konnte ich gut aussprechen. Ich erinnere mich immer an eine Begebenheit im Urlaub. Ich war, weiß nicht, 8, 9, 10 Jahre alt. Und unsere Nachbarsfrau auf dem Campingplatz, die hatte mich angesprochen. Na Junge, wie heißt du denn? Und das hat mindestens 10, vielleicht auch 20 Sekunden gedauert, bis mein eigener Name über die Lippen kam. Ingo. Und dann sagte sie, ja, da hast du aber lange überlegt. Das ist jetzt witzig. Ich finde, das ist eine witzige Geschichte. Aber damals, boah, ich habe mich geschämt. Das war furchtbar. Und von diesen Situationen gab es ja viele. Was soll ich machen? Herr, ich werde nie ein Mann sein, der gut reden kann. Ich werde nie laut in der Gemeinde beten können. Wie soll ich überhaupt jemandem von Christus erzählen? Kannst du nicht irgendwen anders senden? Also, ich kenne diese Gedanken. Und dann Zusammenfassung. Meine Eltern, die haben dann von den Ältesten damals für mich beten lassen und das Stottern ist auch weggegangen. Und das ist jetzt keine charismatische Wunderheilung gewesen. Gott war mir einfach sehr, sehr gnädig und hat mir das Stottern genommen. In 2. Korinther 12, 9 steht, in deiner Schwachheit erst kann Christus vollkommen werden. Gott kann seine Größe genau dort zeigen, wo du denkst, dass du schwach bist. Also Gott ist nicht stark durch dich, weil du so ein hochbegabter Redner bist und wahnsinnig gut argumentieren kannst. Nein, aber du, der du Christ bist, du hast ja offensichtlich das Evangelium verstanden, sonst wärst du ja nicht Christ. Und mit deinen Worten, in deinem vielleicht auch nicht so guten Deutsch, kann Gott jetzt mächtig sein. Rühme dich deiner Schwachheit, denn jetzt kann sich die Kraft Gottes in dir zeigen. Du bist schwach. Aus dir heraus kannst du nichts. Aber Gott ist stark. Er kann alles durch dich bewirken, was er will. In 2. Korinther 12, 9 spricht Gott zu Paulus, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Und Paulus sagt, darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Also Paulus rühmt sich seiner Schwachheit. Gott liebt es, schwache Menschen zu gebrauchen. Also leugne deine Schwäche nicht, verteidige sie nicht, verstecke sie nicht, entschuldige sie nicht, ärgere dich nicht darüber. Ich meine nicht sündhafte Schwächen, gegen die sollst du ankämpfen. Nein, ich meine vielmehr Dinge wie Stottern oder oh, mein Deutsch ist so schlecht, ich traue mich nicht. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, ich kann nicht so gut reden wie der oder die oder ich bin zu jung oder zu alt, ich bin zu hässlich, ich weiß nicht, irgendwelche Ausreden hat man immer. Ein Freund von mir, jetzt beim EBTC, wir haben zusammen die Predigerausbildung gemacht, ein Riese, 2 Meter groß, der stottert wahnsinnig. Und der predigt und predigt und predigt immer weiter. Das dauert dann auch, bis die Predigt vorbei ist. Immer länger als die anderen. Er kriegt die Wörter nicht so gut raus. Aber er hört nicht auf. Und die Menschen hören das Evangelium. Und sie bekehren sich. Und er wird auch zum Ältesten gewählt. Und er, bei ihm in der Gemeinde, er führt stotternd die Gemeinde. In seiner Schwachheit predigt er der Gemeinde. Wir denken immer, ja, Gott kann nur meine Stärken gebrauchen. Boah, ich habe ja nicht viele. Boah. Ja, dann bleibe ich schön bis zum Ende aller Tage hier in der 10. Reihe sitzen im Gottesdienst und rede mit niemandem. Also hätte Mose damals so gehandelt, beziehungsweise wäre er trotz seiner Schwachheit nicht Gottes Auftrag an ihn gefolgt, er hätte nichts bewegt. Keiner würde ihn auch heute kennen. Der Name Mose wäre jetzt für niemanden ein Begriff. Und es gibt viele, die wir heute nicht kennen, die nichts bewegt haben, die im Gottesdienst still in der 10. Reihe sitzen geblieben, da auch gestorben sind, weil sie nicht Gottes Ruf gefolgt sind. Aber Gott möchte dich in deiner Schwachheit zu seiner Ehre gebrauchen. In deiner Schwachheit zu seiner Ehre. 1. Korinther 1, 27, das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Bist du schwach? Ja, preis den Herrn. Er kann dich gebrauchen. Jetzt kann Gott seine Größe und seine Kraft durch dich beweisen. Glaub nicht, dass Gott durch deine Einschränkungen selbst eingeschränkt ist. Würde Gott nur perfekte Menschen gebrauchen wollen, dann würde sein Reich keinen einzigen Zentimeter wachsen. Denn erstens, wer von uns ist schon perfekt? Und zweitens, manchmal oder oftmals eigentlich, sind gerade die, ich sag mal, scheinbar nahezu perfekten Menschen, beziehungsweise die wir für nahezu perfekt halten,
die schönen und die redegewandten Menschen dieser Welt sehr, sehr stolz auf sich selbst. Und Stolz konnte Gott noch nie gebrauchen. Stolze Menschen musste Gott immer erstmal demütigen. Aber demütige Menschen, die wissen, dass sie auf Gottes Gnade und Gottes Kraft angewiesen sind, die konnte Gott schon immer gebrauchen. Also gib einfach zu, dass du Schwächen hast. Prahle nicht mit dem bisschen, das du kannst, bevor der Herr selbst dir zeigen muss, dass du schwach bist. Ich bin mir absolut sicher, wenn du stolz bist, Gott hat keine Probleme damit, in dein Leben eine Krise zu senden, die dich auf den Boden der Tatsachen zurückholt. Gott kann dein ganzes Leben einem nur in einen einzigen Scherbenhaufen zerlegen, bis von deinem Stolz nichts mehr übrig bleibt. Bis du merkst, wie ohnmächtig du ohne Gott bist. Ohne Gott kannst du nichts. Bist du stolz auf alles, was du denkst, dass du kannst? Rühmst du dich deiner Stärke? Das wäre nicht gut. Setz bitte dein Vertrauen nicht auf deine eigenen Stärken. Christus sagt, jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, der wird erhöht werden. Bevor Jesus gekreuzigt wurde, was sagte Petrus damals zu Jesus? Ist jetzt ein bisschen frei übersetzt. Herr, ich würde alles für dich tun. Ich würde sogar für dich sterben. Und Petrus baute auf seine eigene Willensstärke. Matthäus 26, 35, Petrus spricht dazu Jesus. Und wenn ich auch mit dir sterben müsste, werde ich dich nicht verleugnen. Ja, das ist ja schön, dass Petrus so eifrig war, aber er dachte, er könnte es aus sich heraus tun. Petrus war sehr von sich überzeugt. Und wir, beziehungsweise die ganze Welt weiß jetzt, wie die Geschichte ausgegangen ist. Jesus wurde vor den Hohen Rat geführt und zum Tode verurteilt. Und was machte Petrus? Ich lese es mal kurz vor in Matthäus 26, Vers 69 bis 75. Petrus aber saß draußen im Hof und eine Magd trat zu ihm und sprach, auch du warst mit Jesus, dem Galiläer. Er aber leugnete vor allen und sprach, ich weiß nicht, was du sagst. Also selbst vor einer Magd kriegt der tapfere Petrus auf einmal weiche Knie. Da war nichts mehr mit, ich bin der tapfere Petrus. Als er dann in den Vorhof hinausging, sah ihn eine andere und sprach zu denen, die dort waren, auch dieser war mit Jesus, dem Nazarener. Und er leugnete nochmals mit einem Schwur, ich kenne den Menschen nicht. Bald darauf aber traten die Umstehenden herzu und sagten zu Petrus, wahrhaftig, du bist auch einer von ihnen, denn auch deine Sprache verrät dich. Da fing er an, sich zu verfluchen und zu schwören, ich kenne den Menschen nicht. Und sogleich krähte der Hahn. Und Petrus erinnerte sich an das Wort Jesu, der zu ihm gesagt hatte, ehe der Hahn kräht, wirst du mich dreimal verleugnen. Und er ging hinaus und weinte bitterlich. Und so wurde aus dem stolzen Petrus, der seinen Mund viel zu weit aufgemacht hat, boah, ich würde dich nie verleugnen, ein gebrochener Mann. Und dann konnte Gott ihn gebrauchen. Gott selbst hat ihm seine Schwachheit offenbart. Also bei Petrus war es Zeit, dass der Hahn kräht. Das hatte Petrus gedemütigt. Das hat ihn auf den Boden der Tatsachen zurückgebracht. Und seitdem weiß die ganze Welt, dass der tapfere Petrus, der doch so von sich überzeugt war, gar nicht so tapfer war. Nun, also lasst uns nicht glauben, dass wir besser sind. Unsere Kraft, auf die wir so gerne vertrauen, ist es nicht, die es uns ermöglicht, große Evangelisten zu werden, geschweige denn den Märtyrertod zu sterben. Allein Gottes Gnade ist es. Christus ist es, der stark in uns ist. Und selbst wenn du die Gabe des Evangelisierens hast und es dir leicht fällt, anderen von Christus zu erzählen, es ist nicht deine Stärke, es ist Gottes Geist in dir. In Philipper 4,13 schreibt Paulus, ich vermag alles durch den, der mich stark macht, Christus. Es ist Christus, der stark in uns ist. Wir sind schwach. Aber Gott will uns gebrauchen, durch Christus. Und zurück zu Mose. Hast du mal darüber nachgedacht, warum Gott in 2. Mose 3 ausgerechnet durch einen Dornbusch zu Mose sprach? Ein Dornbusch. Also es ist so ein unnützes Gewächs. Ich weiß nicht, wofür die da sind. Keiner mag Dornbüsche. Das ist das allerletzte Gewächs, das ich in meinem Garten stehen oder rumrollen haben möchte. Um diese Dinger mache ich einen ganz großen Bogen. Bloß nicht dagegen kommen. Damit will ich nichts zu tun haben. Dieses Unkraut, wie unnötig. Warum spricht Gott nicht durch etwas, das etwas Göttlichem viel gerechter wird? Hätte er nicht durch einen, weiß ich nicht, Granatapfelbaum sprechen können? Oder eine Aloe Vera Pflanze, irgendwas Tolles?
Nein, es musste unbedingt ein Dornbusch sein. Wer braucht diese Teile schon? Ja, anscheinend Gott gebraucht diese Teile. Ein Gewächs, das niemandem etwas nützt, aber Gott nutzt es. Hältst du dich für einen unnötigen Dornbusch? Prima. Gott kann dich gebrauchen. 1. Korinther 1,27. Das Törichte der Welt hat Gott erwählt, um die Weisen zu Schanden zu machen. Und das Schwache der Welt hat Gott erwählt, um das Starke zu Schanden zu machen. Glaub bitte nicht, Gott könnte auch nicht durch dich sprechen, der du dich klein und unwichtig fühlst. Hältst du dich aber für etwas Besseres und etwas außergewöhnlich Tolles, viel besser als alle anderen hier? Gott kann dich genauso, wie es mit Petrus gemacht hat, an einem einzigen Tag wieder ganz schnell auf den Boden der Tatsachen zurückholen. In 2. Korinther 12, 9 bis 10, da sagt Paulus: Und Gott hat zu mir gesagt, lass dir an meiner Gnade genügen, denn meine Kraft wird in der Schwachheit vollkommen. Darum will ich mich am liebsten vielmehr meiner Schwachheiten rühmen, damit die Kraft des Christus bei mir wohne. Darum habe ich Wohlgefallen an Schwachheiten, an Misshandlungen, an Nöten, an Verfolgungen, an Ängsten um des Christus willen, denn wenn ich schwach bin, dann bin ich stark. Warum ist es wichtig, dass du weißt, dass du schwach bist? Wenn du weißt, dass du schwach bist, dann hast du keine andere Wahl, als sich auf Gottes Stärke zu verlassen. Es ist genau der nötige Ausdruck von Vertrauen, dass du auf Gott werfen sollst. Du bist absolut abhängig von Gott. Deine Schwäche bewahrt dich davor, Schritte ohne Gott zu gehen. Stärke dagegen verleitet ja einen dazu zu glauben, man könnte unabhängig, alleine durchs Leben marschieren. Du fängst an, auf andere herabzublicken, du verwirrst ihren Rat und du wirst hochmütig, bis Gott eingreifen muss und dich demütigen muss. Und das ist furchtbar. Schwäche dagegen bringt uns dazu, gemeinsam mit anderen Glaubensgeschwistern einen gemeinsamen Weg zu gehen. Wir brauchen uns. Wir brauchen die Gemeinschaft. Jeder Christ hat diese Gemeinschaft nötig. Man sieht ein, dass man als Christ nicht alleine durchs Leben gehen kann. Du brauchst deine Geschwister. Wir brauchen unsere Familie, die wir in Christus sind. Gott hat Mose auch noch Aaron zur Seite gestellt. Gott wusste ja schon längst, Mose würde Aaron brauchen. Und Aaron war seitdem Mose dann doch nach Ägypten gegangen ist, stets an der Seite von Mose. Und sie gingen viele, viele Jahre zusammen. Das sollen wir auch als Glaubensgeschwister tun. Wir brauchen einander. Außerdem, deine Schwächen lernen dich auch Mitgefühl mit deinem Nächsten zu haben und rücksichtsvoller mit den Schwächen deines Nächsten oder deines Bruders umzugehen. Ist dein Bruder kein guter Redner? Also nur weil du besser reden kannst, blick nicht auf ihn herab. Weiß dein Bruder nicht genau, wie er auf seiner Arbeitsstelle oder in der Schule Christus verkündigen kann? Oder wie er in seiner Familie ein gutes Zeugnis sein kann? Blick nicht auf ihn herab. Stattdessen ermutige ihn. Nimm ihn an die Hand und gib ihm ein paar Tipps, wie man ein Zeugnis sein kann und auch Zeugnis geben kann. Ich liebe es zum Beispiel, wenn mich Leute darauf ansprechen, was ich am Wochenende gemacht habe. Dann komme ich ja nicht drum herum zu erzählen, dass ich am Sonntag auch in der Gemeinde war und zum Gottesdienst gehe. Und dann kommt ein Gespräch zustande. Ja, welche Gemeinde ist das? Warum gehst du zur Gemeinde? Und schon kannst du, wenn du es auch machst, ein paar Worte dazu sagen, warum du zur Gemeinde gehst. Und du kannst die Gelegenheit auch nutzen, dein Gegenüber mal einzuladen. Und vielleicht, und das ist oft so, kommen auch irgendwelche Fragen von deinem Gegenüber, irgendwelche Einwände, warum die ganze Sache mit Gott unnötig ist und warum Kirche, nee, das ist nur was für die Alten und die komischen Leute. Und vielleicht weißt du nicht sofort auf jeden Einwand deines Gegenübers eine gute Antwort. Das ist okay. Einmal. Es ist okay, wenn du auf eine bestimmte Frage oder einen bestimmten Einwand einmal keine gute Antwort hast. Dann geh anschließend zu deinen Geschwistern und frag nach. Hör mal, wie würdest du auf diesen oder jenen Einwand reagieren? Mir hatte mal eine junge Frau gesagt, schon super lange her, sie glaube nicht an die Bibel, denn im Alten Testament, ja, da musste geopfert werden und da musste Blut fließen, das ist ihr viel zu satanisch. Das hat nichts mit Christsein zu tun, das ist satanisch. Ja, aber ich war jung und ich hatte keine Ahnung, was ich sagen sollte. Ja.
Aber heute weiß ich, dass das wäre ja eine Steilvorlage dahin gewesen, um zu erklären, dass die Vergebung der Sünden schon immer, dass zur Vergebung der Sünden schon immer Blut fließen musste und dass schlussendlich Jesus das vollkommene Opferlamm war, der sein Blut für uns, für unsere Schuld vergossen hat. Ja, es ist nicht satanisch, das ist christlich, das ist biblisch. Das Blut Jesu ist der Schlüssel ins Himmelreich. Ich musste mich zwangsweise mit diesem Einwand der jungen Frau beschäftigen. Ich musste mir wirklich Gedanken machen, ist die Sache mit dem Blut jetzt satanisch oder ist es christlich? Und ich bin froh darüber, dass ich darüber nachgedacht habe, denn ihr Einwand brachte mich ja näher zu Christus. Und seitdem kann ich die Sache mit dem Blut, das in der Bibel vergossen werden musste, wahrscheinlich besser beantworten. Wenn du einmal eine Frage nicht beantworten kannst, das ist okay. Aber dann mach dich schlau, suche Rat bei deinen Geschwistern und in der Bibel, sodass du diese Frage beim zweiten Mal beantworten kannst. Denn diese Frage wird ein zweites Mal kommen. Ich weiß, wir haben alle Angst oftmals vor schwierigen Diskussionen mit Ungläubigen. Und man will sich nicht zum Gespött machen. Man will sich und das Wort Gottes nicht blamieren. Man will doch so sehr, dass der andere glaubt. Aber man weiß nicht, ob man alle Fragen oder Einwände des anderen gut beantworten kann. Und dann, anstatt das Gespräch Richtung Christus zu lenken, Richtung Bibel zu lenken, oh, dann lenken wir es doch manchmal ein bisschen so von Christus weg, weil wir uns nicht trauen, darüber zu reden. Und auf einmal kommen dir wieder die Worte Moses in den Sinn. Ach Herr, wer bin ich schon, dass du mich senden willst? Wer bin ich schon, dass du mich gebrauchen willst? Was soll ich den Leuten sagen? Sie werden mir eh nicht glauben. Ach Herr, ich bin kein Mann, der gut reden kann. Ich konnte es noch nie. Ach Herr, kannst du nicht irgendwen anders senden? Und auf einen Aspekt würde ich noch gerne zu sprechen kommen. Wie reagiert Gott auf Moses Befürchtungen? Auf Moses Einwände, dass er nicht gehen will, dass er sich nicht von Gott gebrauchen lassen will. Ich fasse das Gespräch aus 2. Mose Kapitel 3 und 4 kurz zusammen. Ja? Zuerst 2. Mose 3, Vers 12, da spricht Gott zu Mose, ich will mit dir sein. Also Gott macht Mose Mut. Mose, du bist nicht alleine. Ich bin mit dir. Vera, Gott ist mit dir. Du bist nicht alleine. Florian, Gott ist mit dir. Du bist nicht alleine in der Schule. Er ist mit dir. Das sollte einem doch Mut machen. Der allmächtige Gott, dem nichts unmöglich ist, ist mit dir. Aber Mose jammert weiter. Er sagt, ja, aber niemand wird mir glauben. Und Gott antwortet, ich befähige dich, Zeichen und Wunder zu tun. Also Gott verspricht Mose stark in seiner Schwachheit zu sein. Gott selbst wird es sein, der diese Wunder durch Mose tun wird. Da kann sich Mose ganz auf Gott verlassen. Aber Mose jammert immer noch weiter. Ja, aber ich kann nicht reden. Ich konnte es noch nie. Ich habe einen schwerfälligen Mund. Und Gott antwortet jetzt sehr frei übersetzt. Mose, wer ist es denn, der deinen Mund gemacht hat? Ich werde mit deinem Mund sein und dich lehren, was du sagen sollst. Also Gott weist Mose auf Gottes Größe hin und verspricht ihm nochmals, ihn nicht im Stich zu lassen. Und Mose jammert immer noch weiter. Ach Herr, kannst du nicht irgendwen anders senden? Und jetzt aufgefasst, 2. Mose 4, Vers 14. Da wurde der Herr sehr zornig über Mose. Nach all dem Mut, den Gott Mose gemacht hat, nach all den Versprechen Gottes, bei ihm zu sein, durch ihn zu wirken, sogar durch ihn zu reden, weil Gott genau wusste, dass Mose schwach ist, schenkt Mose Gott kein Vertrauen und will einfach nicht gehen, 2. Mose 4, 14. Da wurde der Herr sehr zornig. Also wie oft hast du schon nicht geredet, als Gott wollte, dass du hingehst und redest? Wie viele Gelegenheiten hattest du schon, mit deinen Nachbarn, Geschwistern über Christus zu reden oder sie zur Gemeinde einzuladen. Gott schenkt uns so viele Situationen, so viele Möglichkeiten, wo wir reden sollen, wo wir Menschen von Christus und der Gemeinde erzählen können. Das ist dieser Begriff, der schwebt jeden Tag durch meinen Kopf, die guten Werke aus Epheser 2, Vers 10. Die Christus zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Es ist so, Christus hat Werke für uns vorbereitet, hier auf der Erde. Und dazu gehören auch all deine Begegnungen mit deinen Mitmenschen, wo du Zeugnis sein darfst. Christus hat die ganzen Begegnungen geführt. Das ist kein Zufall, dass du deinem Nachbarn auf der Straße begegnest.
wandle in diesen Werken, tue diese Werke, sei ein Zeugnis für Christus. Vielleicht können wir einmal zusammen Epheser 2, Vers 10 aufschlagen, wenn die Bibel dabei hat, ich warte kurz. Epheser 2, Vers 10. Und dann gucken wir nochmal zusammen genau, was da steht. Epheser 2, Vers 10. Denn wir sind seine Schöpfung, erschaffen in Christus Jesus zu guten Werken, die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihnen wandeln sollen. Also ganz einfache Frage, was steht hier? Die Werke, die Christus für uns vorbereitet hat, dürfen wir tun? Oder B, können wir tun, wenn wir Lust haben? Oder C, sollen wir tun? Wir sollen sie tun, steht hier. Wir sollen in diesen Werken wandeln. Die Begegnung mit deinem Nachbarn, die Gespräche mit deinen Verwandten, überall, wo du Zeugnis sein kannst, geben kannst. Gott hat diese Begegnungen für dich vorbereitet, damit du in ihnen wandeln sollst. Freu dich über diese Begegnungen. Gott schenkt dir gute Werke, die du tun sollst. Dein Garten, der kann ruhig mal warten ein bisschen. Und wir hatten heute schon Markus 16, 15. Geht hin in alle Welt und verkündigt das Evangelium der ganzen Schöpfung. Das ist ja ein Befehl von Gott höchstpersönlich. Von deinem Herrn höchstpersönlich. Wenn er dir einen Befehl erteilt, dann musst du das tun, dann müssen wir das tun. Wir haben keine Wahl. Wir müssen in diesen Werken wandeln. Aber Gott lässt uns nicht alleine, Gott lässt dich nicht alleine dabei. Wie er Mose versprochen hat, bei ihm zu sein, wird er auch bei dir sein. Und er hat Mose auch Aaron zur Seite gestellt, seinen Bruder. Und Gott stellt auch dir jede Menge Geschwister an die Seite. Nutze das. Frag sie, wie sie es schaffen, ihre Verwandten für den Herrn zu gewinnen. Wie gehen sie mit ihren ungläubigen Familienangehörigen um? Sie werden dir gerne weiterhelfen. Von Mose lesen wir, als Gott mit Mose sprach, hatte er Aaron ja schon beauftragt, dann Mose schon mal entgegenzuziehen. Und Aaron, sagte Gott, er würde sich von Herzen freuen, wenn er sieht, dass Mose ihm entgegenkommt. Und so war es dann auch. Und dann gingen sie ja viele Jahre zusammen. Und genauso ist das bei uns Geschwistern. Es ist schön, wenn wir gemeinsam einen Weg gehen. Wenn wir uns gegenseitig unterstützen, Rat suchen, einander helfen, wir machen das gerne. Ich habe mir schon unzählige Ratschläge bei Geschwistern abgeholt, in sämtlichen Bereichen des Lebens. Auch wie ich ein gutes Zeugnis hier und da sein kann. Was soll ich sagen, wenn ich mit dem oder der spreche über dieses oder jenes biblische Thema? Vielleicht weißt du nicht genau, wie du mit deinen Geschwistern, mit deinen Eltern oder deinen Kindern über Christus reden sollst. Dann hol dir Rat von deinen Geschwistern, die in der Bibel schon etwas fester sind als du. Und dann geh und nutze die nächste Gelegenheit, um mit denjenigen über Christus zu sprechen. Wandle in den guten Werken, die Christus zuvor bereitet hat. Gott selbst wird mit dir sein. Sei auf deiner Arbeit ein gutes Zeugnis, mit Worten und mit Taten. Sei in deiner Schule ein Zeugnis, in der Klasse. Du musst nicht jeden Blödsinn mitmachen, den die anderen machen. Und vielleicht kommt ihr im Erdkunde- oder Biounterricht auf das Thema, wie die Welt entstanden ist. Sei mutig, bleib dabei, dass Gott die Welt erschaffen hat. Vielleicht werden sie lachen, wenn du Zeugnis davon gibst. Das ist okay. Aber vielleicht wird der eine oder andere dann doch wieder Gott vor Augen haben, wenn er die Schöpfung betrachtet. Und vielleicht kommt er ins Nachdenken. Oder wenn deine beste Freundin dich sonntagvormittags zum Spaziergang über den Trödelmarkt einlädt, gib Zeugnis, dass du regelmäßig zum Gottesdienst gehst. Und dann komm über dieses Thema ins Gespräch. Oder vielleicht merken deine Bekannten, dass deine Familie voller Liebe und Frieden ist. Und dann gib Zeugnis davon. Erzähl, dass ihr Christen seid und dass Christus einen wunderbaren Plan für jede Familie hat, nachdem ihr lebt. Lass Menschen aufmerksam auf Christus werden. Sie brauchen Christus. Um jeden Preis müssen sie auf Christus und das Evangelium aufmerksam gemacht werden. Um jeden Preis. Sie müssen erfahren, wie sie die Ewigkeit bei Gott erlangen. Sie müssen erfahren, dass Christus der einzige Weg zum Vater ist und dass Christus für ihre Sünden gestorben ist. Nur wenn sie daran glauben, wenn sie Christus als ihren Retter und Herrn annehmen, werden sie nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Mach sie auf Christus aufmerksam. Sie müssen das Evangelium hören. Nochmal Römer 10, 14b. Wie sollen sie aber an den glauben, von dem sie nichts gehört haben? Wie sollen sie aber hören ohne einen Verkündiger? Also ich wünsche mir so sehr,
dass wir alle eines Tages vor Christus stehen können und er zu jedem Einzelnen von uns sagt, recht so, du guter und treuer Knecht. Recht so, du guter und treuer Knecht. Was wird Christus zu dir sagen, wenn du vor ihm stehst? Was wird übrig bleiben von dem, was du gesagt oder getan hast? Bist du in den Werken gewandelt, die Christus für dich vorbereitet hat? Es gibt viele Möglichkeiten, wo du und ich dem Herrn treu sein können. Und wenn du damit noch nicht angefangen hast, heute fängst du damit an. Gib Zeugnis von dem, was du glaubst, dass du Christus als deinen Retter und Herrn angenommen hast. Nichts kannst du aus dir heraus tun, um ewiges Leben zu erlangen. Es ist und bleibt ein Gnadengeschenk Gottes, wenn du das nicht annimmst. Wenn du leugnest, dass jemand für deine Sünden bezahlen musste, wenn du leugnest, dass Jesus Christus für dich am Kreuz sterben musste, du wirst dich nicht selbst retten können. Du wirst dich nicht selbst retten können. Du bist auf einen Retter angewiesen. Nur Christus kann dich retten. Nur Christus kann dich retten. Lasst uns diese Nachricht weitersagen. Ich lese noch ein letztes Mal Daniel 12, Vers 3b. Und diejenigen, die vielen Menschen den richtigen Weg gezeigt haben, leuchten wie die Sterne für immer und ewig. Amen. Was auch kommt, ich werd sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur in ihr ruhen. Großer Gott, ich will dir danken für das, was du für mich getan. Yeah.
Diese Gnade kann ich nicht verdienen. Diese Gnade, sie ist ein Geschenk. Was auch kommt, ich werd sie nie verlieren, kann nichts dafür tun. Ich kann nur